Das wird ein richtig gutes Rennen, aber auch ein schwieriges. Ich weiß nicht, wovon du redest. Enge Passagen, unter Piers durchfahren. Sprünge, Wellen. Rennboote, die durch einen Hafen in vollem Betrieb fahren. Sowas hat es noch nie gegeben. Die Fahrer werden irre Spaß haben und alle werden ausrasten. Das sagst du nur so lange, bis einer von einem Tanker platt gemacht wird. Das passiert nicht. Wir haben Vorfahrt. Sag das den Gesetzen der Physik. 3, 2, 1. Go! Und damit herzlich willkommen zurück zu The Crew 2 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Wow, alles klar. Haben wir mal eine Battle Roll auf dem Wasser gemacht, warum auch nicht? Fängt ja schon mal gut an. Ja, wie bereits in der letzten Folge, beziehungsweise in den letzten Folgen angekündigt, habe ich jetzt mal vor, in der Freestyle-Kategorie hier tatsächlich, oh Gott, ich glaube, ich sollte da drüber fliegen. Okay, das glaube ich wird nicht klappen, oder doch? Okay. Habe ich vor, die Freestyle-Kategorie mal zumindest mal in ihren Wettbewerben auf 100% zu beenden. Und da fehlt uns tatsächlich hier ein Chat-Sprint. Noch diese eine Kategorie, das ist die letzte, und dann fehlt uns noch bei Aerobatics, ja, so spricht man es aus, fehlen uns da, glaube ich, noch 3 oder 2 Veranstaltungen, und da werden wir auch noch aktiv werden. Und dann habe ich gesehen, bei Tests, also da, wo wir zum Beispiel bei Street Race und Blitzer und Flucht und so weiter haben, haben wir noch gar nichts gemacht. Und deswegen, das gucken wir uns mal an, was wir da noch machen müssen. Deswegen, ich glaube, heute werden wir auf jeden Fall Spaß haben, auf jeden Fall. Ich meine, die Freestyle-Kategorie ist sowieso Spaß. Und nicht, dass das andere nicht Spaß machen würde, aber ja, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Oh, ich bin gerade voll falsch gefahren. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Oh Gott, das war jetzt gerade richtig schlecht gefahren. Komm, Feuer frei jetzt und jetzt Konzentration, Ray. Da vorne wird es ziemlich eng, also pass auf. Jetzt wird's erst lustig. Sagt mal, eng ist ein dehnbarer Begriff. Hat er jetzt nicht wirklich gesagt, ne? Doch, ich hab's gesagt. Entschuldigung. Komm, mach Platz, Sophia. Oh, nein. Boah, komm, jetzt gib mal hier Konzentration. Jetzt sollte ich heute in der Facecam ein bisschen glänzen. Und liegt es daran, dass ich heute richtig shiny bin? Nee, es ist einfach scheiße warm und ich schwitze mir hier einen ab. Ich sehe nicht hin. Ich lieber unten durch, ist ein bisschen schneller. So, okay, alles klar. Sehr schön. Nee, heute wieder mega warm. Aufs Wochenende soll es bei uns zumindest mal sehr viel regnen und gewittern. Vielleicht kühlt es dann ein bisschen ab, aber so jetzt die ganze Woche soll es richtig heiß bleiben. Das wird jetzt auf jeden Fall ein Riesenakt werden. Mein Zimmer hier über die Nacht jedes Mal entsprechend zu kühlen, damit ich unter Tage hier irgendwie was mit anfangen kann. Weil unter Tags kühlen wird schwierig. Ja, außer halt natürlich Rollladen runter, dass bloß kein Sonnenstrahl hier hinkommt. Und ja, mal gucken, wie ich das irgendwie bewerkstellige. Ich kann nur raten, wenn ihr die Möglichkeit habt, in einem anderen Zimmer zu schlafen, tut es, wie da, wo ihr euer Arbeitsbereich oder Zockbereich oder was auch immer habt. Tut es. Das ist das Beste, was euch passieren kann. Aber selbst da könnt ihr trotzdem, ja, ihr könnt dann immer gut schlafen. Das ist das eine. Aber halt arbeiten in einem Zimmer ist trotzdem halt natürlich eine Qual. Muss ich leider so gestehen. Eine Klimaanlage wäre eigentlich mal eine Idee, aber ja, vielleicht irgendwann mal. Jetzt aber gewinnen wir erstmal, auch wenn ich am Anfang nicht gerade das Ganze souverän absolviert habe. Aber wir sind ja hier mit dem King 1 unterwegs, mit dem Leopard heißt er ja hier. Der Chess Sprint war ja der teuerste, aber hat sich gelohnt, muss ich sagen. Jetzt über die ganzen Rennen, die wir bis jetzt hatten mit dem, muss ich sagen, hat er ordentlich gepunktet, hat Spaß gemacht. Und jetzt kriegen wir noch ein Video. Also, ich hoffe, du gehst gerne Risiken ein. Unsere Jungs brauchen den Kick wie andere Sauerstoff. Die drehen hier draußen voll auf. Wir reden hier von reinen, ungeschliffenen Adrenalin-Junkies. Klar sind wir das. Warum etwas tun, was schon jemand gemacht hat? So sicher, so öde, so... Gen. Nein, danke. Ich gehe lieber ans Limit. Es ist so viel cooler, wenn man es schafft.
Wir haben bisher überlebt, ohne uns untreu zu werden. Und das soll auch so bleiben. Wir wollen uns nicht unterordnen. Wir wollen der Welt etwas zeigen, etwas Schönes. Und vielleicht ein paar Explosionen. Explosionen? Echt? Betrachtet ruhig das ganze Land als euren Spielplatz. Warum auch nicht? Weißt du was? Das tun wir. Und das werden wir. Nur weil du bisher alles geschafft hast, heißt das nicht, dass du fertig bist. Sophia und ich haben mal einen neuen Sport erfunden. Vielleicht tun wir es wieder. Und dann wollen wir sehen, wie du dich schlägst. Denk daran, man muss seine Grenzen immer wieder überschreiten. Ja, ich werde dran denken. Und ich muss sagen, gerade bei dem letzten Video, das Bild am Ende mit Amerika so in verschiedene Spielplätze aufgeteilt, fand ich, sah cool aus, so als Grafik halt. Ja, und jetzt dürften wir, glaube ich, alle Stories haben. Genau, jetzt haben wir ja alle. Und ich habe es ja schon mal gesagt, wenn man hier auf alle abspielen macht und das bei allen Vieren macht, dann kriegt man, glaube ich, einen Erfolg. Aber das mache ich mal natürlich jetzt nicht. Was wir aber so schnell machen ist, wir bauen natürlich noch die neuen Teile ein, sofern sie besser sind. Aber ich glaube, da haben wir ganz gute Chancen. Zack. Und dann ist aber Chatsprint jetzt erstmal AD. Wir machen nämlich jetzt bei Aerobatics weiter. Wie gesagt, da fehlen uns, glaube ich, noch 3 Kategorien. Genau, 3 Stück. Und die machen wir jetzt. Also ein bisschen jetzt in die Lüfte. Hier hast du eine erstklassige Aussicht über und das sind wir mit dem Helikopter, glaube ich, ein bisschen aber falsch. Suche nicht nach Alcatraz, während du da oben bist. Sieht so aus, als wäre die Insel geflohen, als wir nicht hingesehen haben. So. Achso, Alcatraz gibt's halt einfach nicht, oder was, hier im Spiel. Deswegen. Ja, ich habe mal unser Stuntflugzeug ein bisschen mit einem anderen Design bestückt. Ja, nicht wundern. Ist kein neues Flugzeug. Ich habe überlegt, mir ein neues zu kaufen, aber ja, ich habe irgendwie keinen Mehrwert gesehen. Und dieses Anfangsflugzeug ist laut besten Listen anscheinend auch gar nicht mal so verkehrt. Deswegen, ja, bleiben wir einfach bei dem. Und da jetzt unnötig viel Geld raushauen, muss ja nicht sein. So, was müssen wir denn machen? Was? Unter der Brücke. Achso, ja, das ist nicht so ein Problem. Das kriegen wir, glaube ich, hin hier bei der Golden Gate Bridge. Oh, nochmal. Ja, schön. Jetzt machen wir noch den Tiefflug. Den haben wir geschafft. Dann kommt jetzt der Looping dran. Miau. Sehr schön. Jetzt kommt Freestyle. Dann versuchen wir jetzt hier wieder ein bisschen alles in einmal zu hinzubekommen. Vorsicht. Was machen wir jetzt mal? Beinahe Unfall. Oh nee. Okay. Wie machen wir jetzt am besten einen Beinahe Unfall? Da muss ich mich wohl anstrengen. So irgendwie und dann ganz knapp hier so. Ja, hat gezählt. Sehr gut. Vielleicht jetzt hier auch nochmal und. Es war doch ein beinahe Unfall, oder? Scheiße. Scheiße, es zählt nicht als beinahe Unfall. Ja, dann machen wir jetzt kurz mal das andere Zeug, weil sonst haben wir jetzt gleich ein Problem. Lass mal hier ein Looping. Versuchen wir hier. Das zähle ich als Beinahunfall. Das ist doch fast ein Beinahunfall gewesen. So. Ja, man muss halt, glaube ich, so richtig nah an Gebäude ranfliegen und dann kurz davor muss man wegziehen. Aber das muss man schon irgendwie machen. Deswegen, jetzt müssen wir uns mal beeilen hier. Sonst. Ja, wo sind wir jetzt? Ich strenge jetzt mal an, Ray. Das hat gezählt. Jetzt hängt gleich hochkommen. Okay, das wird richtig knapp, glaube ich. Ich habe jetzt echt zu lange gebraucht hier. Komm. Achso, ich bin gar nicht. Hä? Achso, so muss ich sein. Okay, das wird, glaube ich, nix. Komm. Sturzflug, jawohl. Und rolle. Hoffentlich wird es euch schlecht. Mir wird es auf jeden Fall schlecht. Ich wollte gerade sagen, ich sehe gar nicht, wann der Boden kommt. Hast du Sophia besiegt. Zahlen lügen nicht. Wir haben es immerhin geschafft. Okay. Also die Mindestangabe. Was müssen wir denn machen? Rolle kriegen wir einmal hin. Messerflug. Okay, Messerflug kriege ich auch hin. Und jetzt wieder. Ah, oh, diese scheiß Beinahunfälle, ey. Die kotzen mich an. Gerade wenn du hier mitten auf dem Meer bist.
Egal, wir haben es geschafft. Oh, geil. Ich habe es sogar hier durchgeschafft. Ja, das geht besser. Aber das war ja zum Warmwerden, ja? Außerdem habe ich auch noch nie behauptet, dass ich ein guter Pilot bin. Bin ich mich ganz und gar nicht. Ich sehe dich gern. Ja, das freut mich, dass du mich gern fliegen siehst. Ich sehe mich... Naja, geht so gern fliegen. So, dann... Weiter geht's. Nächste Veranstaltung. Fliegen. Aber manchmal bist du ein wenig verantwortungslos. Achte darauf, wo du hinzielst. Wenn du schon crashst, soll's doch wenigstens elegant aussehen. Ja, also wenn meine Crash nicht elegant aussehen, das beste Beispiel ist doch beim Chat-Sprint jetzt am Anfang der Folge gewesen. Haben wir mal eine Barrel-Roll im Wasser gemacht, ja? Also... Eleganter geht's nicht mehr. Los geht's! Ich hab mir schon gedacht, dass Tiefflug als erstes kommt. Oh Gott, komm da rum. Jawohl, und jetzt unter der Brücke kriegen wir auch noch hin. Das machen wir gleich mit. Und danach die Rollen. Und jetzt. Sehr schön. Komm hier rum. Halbes S. Das ist ein halbes S. Okay. Das sind ja echt so viele Kunststücke, die ich einfach noch gar nicht kenne. Boah, das ist auch geil. Boah, guck mal an. Dass das keine eigene Figur ist. Krass, was ich hier abgezogen habe. Fuck. So, unter der Brücke wieder. Kriegen wir hin. So. Nochmal. Achso, zweimal. Moment, da muss ich hier... Es war nicht ganz unter der Brücke, ne? Moment, kehren wir kurz nochmal um. Ja, komm jetzt. Nicht abschmieren hier. War gar nicht so einfach hier unten, um da durchzufliegen. Und jetzt ein Looping. Das war knapp. Das war knapp, ey. Da hätten wir was die Brücke mitgenommen. Boah, guck mal. Wenn ich nicht geile Tricks reiß, auch nicht. Auch wenn das mit vielen Unfällen verbunden ist. Ah, fuck. Okay, das war wieder doof. Was müssen wir jetzt machen? Senkrechtflug. Bringen wir hin. Komm. Und Außenlooping. Normaler Looping. Komm hoch. Ach, verdammt. Ich will manchmal einfach ein bisschen zu viel. Mal umgedrehter Tiefflug unter der Brücke. Ey. So, jetzt gut. Das kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Aber auch überall dran hängen, ey. Das haben wir noch geklickt, immerhin. Okay, Leute. Also, da muss noch ein bisschen besser gehen. So nicht. So nicht. Teile haben wir auch. Bauen wir gleich mal dran. So, und jetzt kommt die letzte Kategorie. Beziehungsweise die letzte Veranstaltung. Sieh dir das Wetter an. Da sind ein paar dicke Wolken, die uns die Sicht nehmen könnten. Ein Pilot wie du sollte damit natürlich keine Probleme haben. Naja, ich habe jetzt gerade schon bei absolut klarer Sicht Probleme gehabt, aber okay. Schauen wir einfach mal, wie wir jetzt bei schlechtem Wetter zurechtkommen. Es sieht aber eher nach Nebel aus, oder? Es ist nicht irgendwie stürmisch oder so.
Das wäre ja auch geil, ne? Wenn es Sturm ist und das dann also Windböen sind, das Auto, Flugzeug versetzt oder so. Das wäre ja eigentlich auch ganz cool. Ja, doch, ein bisschen Regen ist dabei, so wie es ausschaut. Und wir fliegen noch irgendwo. Okay, und jetzt das Ganze mit dem senkrechten Sturzflug. Oh Mann! Es war ja klar, dass es nicht klappt. So, komm jetzt, aber die zwei Rollen machen wir noch. So, jetzt mal, komm, Konzentration. Das strengen wir uns mal hier an. Nicht immer so Kacke machen. Boah. Fuck! Hat ja lang gehalten. Aber zwischen den Bäumen hier durchfliegen ist auch nicht so einfach. Ist jetzt hier in dem Gelände aber echt nicht so einfach. Hier ist es mal irgendwie. Muss man noch aufsetzen und durchstarten. Auf zweimal. Ja, okay, das war kein Aufsetzen und Durchstarten, das war schön abcrashen und jetzt noch drei Rollen. Ach Mann! Bring ich jetzt mal an hier. Gibt's ja nicht. Looping erstmal, okay, machen wir. Wohin? Jetzt Senkrechtflug. Kriegen wir auch hin. Hier ist noch ein Außenlooping. Kriegen wir auch hin. Hoffe ich doch mal. Sehr schön, jetzt kommt wieder. Sie kann sich ihren Rekord abschminken. Freestyle. Noch einmal aufsetzen und durchstarten und dann crash ich natürlich den einzigen Baum, der hier wieder rumtanzt. So, was haben wir jetzt? Sturzflug, Messerflug, Rolle. Okay, Rolle kriege ich jetzt hin hier. So, Messerflug wird ein bisschen schwierig hier bei dem Gelände, aber ich probiere mal mein Glück. Jetzt Zeit eh rum. Egal. Ja, heute will es nicht so gelingen. Also heute crashe ich ganz schön oft, ey. Egal. Hauptsache Pflicht erfüllt. Und jetzt gucken wir mal, was bei den Tests so ansteht. Wie gesagt, da haben wir noch gar keine gemacht. Und dann bin ich mal gespannt, was es da so alles gibt. Was man da so machen darf. Und ob wir das schaffen. Fotos haben wir, glaube ich, auch nicht so viele in der Kategorie. Ein paar wenige haben wir. Aber jetzt gucken wir mal bei Tests, was gibt's denn da? Pazifikküste, Aerobatics, Vorgabe. 4051 Punkte, okay. Ja, gehen wir mal hin. Keine Ahnung, was man da machen muss. Okay, muss man jetzt einfach freestylen, oder wie sehe ich das? Ah, ne, man muss da durchfliegen. Okay, das ist ja geil. Oh. Muss man genau im Winkel bleiben, sonst gibt's nicht die Punkte. Man bleibt da oben. Bisschen was halt natürlich vom Air Race eher, muss ich sagen, aber wann ist das Ziel? Schaffen wir das noch? Ich glaube, das ist immer zu schwach. Ah, das Ziel haben wir nicht erreicht, aber wir haben trotzdem ein paar Pünktchen gemacht.
würde ich mal behaupten, das sah auf jeden Fall schon mal besser aus als die Aerobatics-Veranstaltung, wo man Punkte sammeln muss. Aber das ist okay. Vielleicht wechselt das jetzt noch ab. Vielleicht ist aber auch immer dasselbe. Also immer so ein Checkpoint durchfahren. Das können wir ja gerne mal jetzt einfach überprüfen. Machen wir einfach mal das nächste. Gucken, was da auf uns zukommt. Das sind es aber immer mit Punkte. Ach, guck mal, die haben einen anderen Untergrund. Guck mal, hier ist es quasi so schwarz auf schwarz. Und hier ist es weiß mit weißem Hintergrund. Hier ist noch wenig. Hier ist noch mehr weiß. Der Tiefflug. Ach nee, das steht ja immer da, was man machen muss. Ah ja, guck mal an. Hier haben wir Aerobatics, Bojenzerstörung, Tiefflug. Okay. Ja gut, ne, pass mal auf, wir machen das jetzt nochmal. Jetzt mal gucken, ob das tatsächlich dasselbe nochmal ist. Also von der Art her. Und dann machen wir mal das andere. Aber ich glaube, da wenn immer Aerobatics da steht, dann musst du immer wahrscheinlich diese Checkpoints durchfliegen und das im richtigen Winkel. Genau, siehst du. Haben wir jetzt schon fast gedacht. Aber dann machen wir das jetzt nochmal. Ist jetzt noch nicht so schwer. Ich glaube, man muss auch gar nicht jetzt genau in die Mitte des Dings hier treffen, sondern Hauptsache man ist im richtigen Winkel und fliegt die ganze Geschichte hier richtig. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Erreichen, glaube ich. Wir sehen es immerhin, das Ziel. Aber ich glaube, da ist unser Flugzeug noch zu langsam. Noch nicht genug aufgepimpt, um das Ziel da zu erreichen. Aber ist ja egal. Wir erschaffen auf jeden Fall die Vorgabe. Das ist ja erstmal das Wichtige. Und bekommen auch sogar ein neues Teil. Sehr schön. Ja, dann machen wir doch jetzt mal was anderes. Also mal Tiefflug oder Bojenzerstörung klingt eigentlich geil. Machen wir erstmal Bojenzerstörung. Das klang einfach mal interessant. Und auch gerade mal. Bojenzerstörung. Blitzreise, okay. Ah, ja, logisch. Sind wir jetzt im Wasser. Logisch ist ja nicht nur fliegen. Aber okay, dann machen wir trotzdem mal. Ah, jetzt muss man die Dinger hier kaputt fahren. Ach nee, wie cool. Oh, okay. Und jetzt müssen wir hier wieder. Okay, das mal, glaube ich, haben wir im Chat-Dings besser bedient, oder nicht? Mit dem Chat-Sprint. Als mit so einem Boot, weil das andere ist ja viel wendiger. Das ist ja eigentlich eher nur schnell. Oh mein Gott, ich schaff's nicht. Oder wie ist das vorgegeben? Boah, aber ganz knapp. Okay, das ist schon anstrengend. Ich weiß nicht, ob man da auch ein anderes Boot nehmen kann, aber ich glaube, das ist schon vorgegeben. Also, er hat ja schon konkret auf dieses Boot hingewechselt. Oder nimmt er automatisch einfach das Favoritengefährt? Ich weiß es nicht. Weil ich glaube, das Powerboot ist mein Favoritenboot. Deswegen gerade mal schnell gucken. Ja, genau. Jetzt nehme ich mal lieber das als Favorit, weil ich glaube fast, dass das besser ist für die Veranstaltung hier. Gucken wir mal. Ich weiß nicht, ob auch der Hovercraft gehen würde. Gehen wir mal aus, wenn ich den Hovercraft als Favoriten wähle. Aber ich glaube, er zählt nicht zu der Kategorie dazu. Egal, wir probieren es mal aus. Wir machen nochmal Boje. Hier. Gucken wir mal. Was er jetzt wechselt. Ne, es ist wieder das. Kann ich nicht wechseln? Doch, Moment. Ich wechsle mal auf. Dann auf das hier. Ne, warte. Ich wechsle auf. Das hier. Guck mal, ob das geht. Ja, geil. Da portet er mich woanders hin. Ich glaube, damit geht's nicht. Es muss schon eins der beiden sein. Aber ich glaube, Chat-Sprint geht, weil der Geist hier verwendet auch einen Chat-Sprint. Guck mal. Also, Chat-Sprint ist, glaube ich, nämlich hier das Sinnigere. Oh, das ist jetzt hier ein bisschen kritischer. Das wollen die hier so einzeln wegknallen. Hat er nicht gesagt. Doch, hat er. Ja, da wären wir mit dem anderen auch nicht glücklich geworden. Was ist jetzt mit den Roten? Die Roten geben keine Punkte. Oder geben sogar Punktabzug oder so. Weiß nicht, egal. Wir gehen jetzt einmal dahin, wo Punkte stehen. Gibt es auch einen Multiplikator, sehe ich gerade.
Ich glaube nämlich, die Roten soll man nicht treffen. Ich glaube, die machen den Multiplikator kaputt und es gibt, glaube ich, auch vielleicht Minuspunkte. Deswegen haben wir uns vorher vielleicht auch so schwer getan. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber im Chat-Sprint geht's um einiges geiler. Ja, das ist einiges einfacher. Nice. Cool. Ja, dann machen wir das andere noch. Tiefflug. Wobei Tiefflug muss man wahrscheinlich nur extrem lang tief fliegen. Was ich aber sehr gerne mache. Besonders wenn da ein Wald ist. Hat man ja gesehen. Oh Mann, was für eine Folge. So, dann gucken wir doch mal. Zack. Und nächstes. Und wo war das? Ist bei Boot. Tiefflug. Genau, machen wir mal Tiefflug. Mal, was da auf uns wartet. Test nicht begonnen. Ungültiges Fahrzeug. Ja, mit dem Helikopter ist ja falsch. Auch wenn ich es gerne machen würde mit dem Helikopter. Aber ich glaube, wir müssen schon den hier wählen. So, jetzt. Tiefflug. Okay, jetzt müssen wir einfach nur tief fliegen. Okay, das ist ja geil. Und aber auch gar nicht einfach. Hier in dem Canyon, würde ich behaupten. Entlang fliegen vielleicht. Finde ich aber geil. Also die Herausforderungen reizen mich jetzt gerade schon ein bisschen eher als manche andere Herausforderungen, die wir uns da schon gewidmet haben. Diesen Tests. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist wieder schönes Nackentraining. Immer schön mit dem Kopf mitdrehen. Klappt das? Und der. Boah, Hilfe! Das war so klar. So klar, dass wir da jetzt crashen. Aber egal, wir haben es geschafft. Cool. Komm, unter der Brücke möchte ich einmal hier durchfliegen. Das geht doch bestimmt. Nein, es geht nicht. Doch, es würde gehen, aber ich krieg's nicht hin. Moment, weil ich hier einfach ein bisschen blöd angeflogen bin. Nee, so nicht. Komm, ah, fuck. War schwierig. Probieren wir die Brücke da vorne. Ja, verdammt tief. Ja! Geil! Hui! Sehr gut, dann ja, machen wir mal weiter, oder? Komm, nächstes. Das ist ja eigentlich ganz gut. Gucken wir mal, ob es da noch was anderes gibt. Tiefflug, Aerobatics, Aerobatics, Bojen, tief, tief, tief. Ne, ich glaube, es gibt nur die drei, ne? Das ist richtig sehr. Ne, es gibt nur die drei. Dann machen wir jetzt nochmal. Machen wir nochmal. Komm mal nochmal einen Tiefflug. Machen wir aber hier mal. Hier. Gucken wir mal, was da auf uns zukommt. Immer schön im Wald, ne? Was ist? Das ist jetzt Aerobatics, das war gar tief. Habe ich mich jetzt verdrückt? Okay, dann habe ich verdrückt. Sorry. Dann machen wir das jetzt halt. Ist ja egal. Wir nehmen es, wie es kommt. Aber ist ja gar nicht so schwer. 1600 Punkte. Dann musst du einmal hier vier Tore nahezu perfekt durchfliegen, dann hast du es schon. Und wenn wir das jetzt perfekt schaffen, haben wir schon 3600. Dann musst du noch 20 Pünktchen. Ist ja aber gar kein Problem. Gerade stellen. Ja. So, sehr gut. So, Zeit läuft wieder ab. Das Tor nehmen wir jetzt aber noch mit. Jawohl. Okay, nur der Zieldurchflug hat uns noch gewählt. Mensch, Mensch, Mensch. Komm, aber ein Ding machen wir jetzt noch. Ich will jetzt noch einen Tiefflug machen. Oh, guck mal, ein blaues. Das nehme ich natürlich gerne mit. So. Zack. Zack. Sehr gut. Dann, ja, machen wir jetzt noch einen Tiefflug. Warum das jetzt gerade nicht geklappt hat, weiß ich nicht. Aber ist jetzt auch egal. Dann machen wir jetzt aber den hier. Guck mal. Oh Gott. Oh Gott. Okay, alles klar. Übertreibt so gleich maßlos. Okay, das ist aber echt eine Challenge hier. Den Tiefflug zu durchführen. Gott, ich weiß ja gar nicht, wo es lang geht. Die Aufgabe haben wir immerhin erfüllt, aber da geht ja noch mehr.
Lebensmüde muss man da auch schon ein bisschen sein, ne? Ja, läuft, würde ich sagen. Alles klar, es kommen noch ein paar Bäumchen dazu. Das ist uns auch zu einfach. Ja, wir haben es aber geschafft. Sehr schön. Wollen wir direkt hier landen. Nice. Nice. Sehr schön. Ja, Leute, dann würde ich sagen, das soll es jetzt gewesen sein mit der heutigen Folge. Dann haben wir jetzt wirklich es geschafft, in tatsächlich allen Aktivitäten, allen Kategorien, zumindest mal die Hauptgeschichten, auf 100% abzuschließen, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Also, wie ihr seht, auch 100. Hier haben wir auch 100. Und hier sollten wir auch... Nee, haben wir nicht! Wir haben Powerboot noch gar nicht. Da müssen wir demnächst auch nochmal ran. Vielleicht nicht in der nächsten Folge, aber dann doch schon in einem der nächsten. Und dann haben wir es geschafft. Und dann, guck mal, wir haben hier überall noch Tests und Fotos. Die können wir immer zwischendurch mal machen, würde ich sagen. Ich denke mal, der Hauptfokus im Let's Play wird jetzt erstmal darin auch liegen, neue Fahrzeuge ein bisschen auszuchecken. Also auch mal die etwas günstigeren mal angucken auch. Oder halt auch wieder mal das ein oder andere teure Fahrzeug, was es hier so gibt noch. Also von dem her, ich glaube, langweilig wird uns so schnell noch nicht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann auch in den zukünftigen Folgen mit dabei seid. Ich bin jetzt aber erstmal raus an dieser Stelle und dann, ja, bis zur nächsten Folge. Und nicht vergessen, die Woche gibt es noch eine Doppelfolge. Allerdings wird es wohl nicht heute sein. Ja? Lasst euch überraschen, ich habe mir da schon was Cooles überlegt, was wir da in zwei Folgen an einem Tag machen können. Also, ich bin raus, bis dann. Ciao!